Freunde, Zelos hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part der Pokémon Rubin, unser 4 Soling, zusammen mit dem I-Freunde und wir stehen vor der Pokémon Liga. Es könnte natürlich heute der finale Part sein, wir wissen es nicht. Wir haben uns auf jeden Fall vorgehabt, dass wir in diesem Part die ersten zwei der Top 4 besiegen, morgen im Part von Eve die nächsten zwei und dann am Donnerstag den finalen Part haben, wenn wir es soweit schaffen, Freunde, den Liga-Champ in einem Part dann zu besiegen. Oh Gott, oh Gott. Ich bin so krass aufgeregt. Kannst du dieses Intro nachher einspielen, so bei von Foxa? Muss ich suchen, der kann ich machen. So, ich bin jetzt reingelaufen. Ach, du bist schon drin? Nee, also noch nicht bei den Dings. Ich bin jetzt erstmal von der Siegestraße zum Pokédings gelaufen. Da stehe ich gerade auf. Wie gesagt, wir haben die Pokémon von 50 bis 55 trainiert. Ihr habt ja abgestimmt. So in den Kommentaren. Genau, ja. Im letzten Part. So haben wir die auch trainiert. Und dann habe ich ein paar Hypertränke, ein paar Hyperheiler gekauft. Beleber dürfen wir nicht einsetzen. Jetzt heißt es gibt kein Zurück mehr für uns. Wir müssen rein und hoffen, dass wir es irgendwie bis zum Liga-Change schaffen und ihn vielleicht besiegen. Aber es wird schwierig. Wird das richtig schwierig, wird Freunde. Schwierig. Ist immer so der Härtefall, ne? Aber gut, ich würde sagen, wir stellen mal erstmal unser Team vor, weil das wollten wir auch machen. Wir haben das erste Paar, was wir haben, ist Capoeira mit Zubiris. Richtig. Ich habe mein Zubiris als Item Seegesang gegeben, weil ich das ja gefunden habe. Die Attacke Protzer noch draufgepackt, stärkt meine Verteidigung, meinen Angriff. Ruckzuckhieb, Fegekick und Durchbruch, also mega nice eigentlich. Das heißt, es ist meine physische Rolle und kann halt auch richtig hart austeilen. Hat einen Bedroher drauf. Ja, und bei dir ist es Zubiris. Bei mir Zubiris, genau, mit dem Kingstein, Freunde, hat die Attacken Spukball als starkes Step. Attacke, Mogelhieb, Finte und Toxin. Gut. Finte ist aber speziell, ne? Und Spukball ist physisch. Genau, richtig. Aber Finte ist halt nur eine Step-Attacke wegen Unlichttypen von Zubiris. Deswegen wollte ich die Attacke unbedingt drauf lassen. Ja. So, dann das nächste Paar, was wir haben. Oder beziehungsweise das nächste Mal, was ich habe. Ich weiß nicht, was bei dir jetzt zweites ist. Bei mir dann ist es Mogelbaum. Gut, habe ich auch Nastinet. Passt. Passt. Sauber. Mogelbaum, Freunde, das habe ich jetzt auf 55 trainiert, hat immer noch Robustheit, keine K.O.-Attacken, kann mich rausnehmen, hartes Wesen. Habe ich die Ponusbeere draufgewagt, weil ich nicht wusste, was ich drauf machen sollte. Ich habe keine Sinebeere, keine Citrusbeere gehabt und deswegen... Krass, unsere zwei Gesteins-Pokémon ähneln sich richtig. Ich habe auch die Robustheit mit harten Wesen. Ja, geil, ne? Heftig. Ich habe auch die Granitstein... Nastinet ist mit Velsa verlinkt. Stimmt. Oh. Ja. Fuck, ich wollte schon sagen, die zwei Gesteins... ist mit Golking verlinkt. Richtig. So, dann tue ich Golking mal als zweite Stelle. So, passt. Mit Mogelbaum habe ich dann Steinwurf drauf, Steinhagel, Slam und Fußkick, alles physische Attacken. Weil es halt, wie gesagt, hartes Wesen, richtig hart ausfallen kann. 150 Angriff, 160 als Verteidigung, das ist so mega viel? Nice. What? Ja. Boah. Ich habe hier das auf jeden Fall Golking mit dem Item Zauberwasser, stärkt halt die Wasserattacken, richtig cool mit Surfer. Hornbohrer, Freunde. Kaskade und Blizzard. Vielleicht bringt mir Hornbohrer was. Vielleicht im Notfall, wenn zum Beispiel ein Dragon und Altaria auf plus 6 mir gegenüberstehen, ich setze Hornbohrer ein und Golking killt dieses Pokémon einfach. Ist Hornbohrer nicht K.O.-Attacke? Richtig, ja, ist es ja. Deswegen. Ja, ach lol. 30% Genauigkeit zu treffen, aber K.O.-Attacke. Ja. Ja, sorry. Es könnte mir wirklich den Arsch retten, diese... Ja, Hornattacke habe ich dafür weggemacht und Hornbohrer dafür reingetan. Hat's glaube ich auf 49 erlernt. Ich war gerade nur so ein bisschen am überlegen, was es denn jetzt ist und was nicht. So, nächstes Pokémon. Ich habe hier Bisaflo. Du hast Bisaflo? Tust da Tonuptu hin als dritte Stelle? Tonuptu. Bisaflo, Tonuptu. Ja, hier. Ich tue es jemand in die nächste Stelle. Gut, dann fange ich an. Mein Bisaflo hat hier Wundersaat, Freunde, verstärkt die Pflanzenattacke. Mit Schlafpuder Stärke habe ich draufgelassen. Rasierblatt und Wachstum, weil Stärke, ich hatte sonst keine Attacke, die ich noch. Ich wollte nicht mit einer einzigen Attacke mit Rasierblatt antreten. Deswegen habe ich noch Stärke draufgetan. Und Wachstum. Ich könnte mich natürlich mit Wachstum Boost, damit Rasierblatt, weil es speziell ist in der dritten Gen, angreifen. Das wäre gar nicht so schlecht. Also den Gegner mit Schlafpuder einschlafen und damit auf Wachstum und dann Rasierblatt sweepen. Vielleicht, wer weiß. Ja, und ich habe meinen Tonopto hier auch hochgelevelt. Hat die Marienbeere drauf, halt mich halt bei Schlaf, also wenn ich schlafe, und ich habe Flammerer drauf, Feuersturm, also nur Feuerattacken, weil ich halt keine andere spezielle Attacke drauf spielen konnte. Und habe halt dann noch Toxin draufgepackt zum Vergiften für andere Mons und Erholung. Und Erholung ist halt in der Kombination mit der Marienbeere halt immer so, dass ich mich ständig hochheilen kann. Richtig gut. So ist der Plan. Ich hoffe, ganz ehrlich, ich hoffe wirklich, dieser Plan klappt. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Komm, lass uns aber ein bisschen beeilen mit der Team-Preview, ja, weil wir sonst...
Tut mir leid, Absol und... Voltenso, richtig, habe ich auch an vierter Stelle. Genau, da habe ich Fokusband drauf. Ich auch. Schwerttanz. Ich auch. Schwerttanz, Abgesang habe ich drauf, Schlitzer und Aeorat. Also ich habe keine Unlichtattacke drauf, weil es halt speziell ist. Und stimmt. Ich habe einfach, ich habe 150 Spezialangriffe. Und sobald ich mich mit Schwerttanz hochbooste, habe ich gedacht, Schlitzer... Heftig. Und Aeoras können so abgeben besser, und abgesangen. Bei mir ist es Funkensprung, Ruckzuckhieb mit der Prio-Attacke, Biss und Donner habe ich hier auf meinen Volzhänden. So, weiter geht's mit Glurak, habe ich jetzt an fünfter Stelle. Glurak, das ist mein Radikal. Genau, ich habe hier Glurak mit Pudersand für das Erdbeben, mit Flammenwurf, Fliegen und Feuersturm. Ich hoffe, das ist mein stärkstes Pokémon auf Level 53. Vielleicht bringt es mir was. Ich habe Radikal auch auf 53, ich habe Item Wahlband drauf. Jetzt kommt das Geile, ich habe da Ruckzuckhieb drauf, Stärke, also im Prinzip eine Prio-Attacke, Stärke, was richtig Step reinhaut. Und Step, Spukball, krass. Spukball als physischen Angriff noch, um weiter andere Monster zu treffen. Und ich habe den Hyperstall draufgepackt. Weil Hyperstall ja physisch ist mit Wahlband. Alter. Das mega weh. Alter. Ja gut, dann kommen wir zum letzten Pokémon hier. Wie gesagt, Nassgeld mit Robustheit, hartem Wesen, Freunde. Granitstein, Steinhage, Stärke, Donnerwelle und Rückentzug. Könnte mir vielleicht ein bisschen was bringen mit Rückentzug und Donnerwelle. Wer weiß. Und ich habe Zauberwasser drauf auf meinen Welser, Eisstrahl, Erdbeben, Felsgrab und Surfer. Also ist so ein bisschen mein Mixset aus beiden, so Angriff und speziell. Und ich würde sagen, auf geht's rein da, oder? Auf geht's rein, ja. Ich kaufe mir gerade noch die Top-Genesung. Ich laber die an ab. Hier haben nur die Trainer, die alle Orden der Arena erhalten haben, Zutritt. Trainer, lass uns sicherstellen, dass du die alle Orden hast. Trainer, glaube an dich und deine Pokémon. Gehe weiter. Dip, dip, dieser Sound, ne? Oh Gott. Ja, ich bin Freunde, die Soul Link, wir haben so lange wirklich geschwitzt in der Soul Link und es sind so viele Pokémon gestorben. Und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Oh Gott. Ich liege direkt mit Capoeira. Capoeira und Zubiris, genau. Mit dem Paralin war einfach. Und ich fange direkt an. Willkommen, Herausforderer. Ich bin Ulrich, einer von den Top 4. Ich mag deinen herausfordernden Blick. Ich denke, das wird ein guter Kampf. Gut, das sieht gut aus. Schön, dann lass uns beide in einen Kampf erleben, wie wir ihn noch nie... Oh mein Gott. Oh mein Gott, Freunde, wie gesagt, heute in dem Part 2 der Top 4, wenn wir es schaffen, im nächsten Part die anderen 2 und dann... Ich hoffe so sehr, dass wir den Scheiß beenden, ey, ohne Witz, ich hab da richtig gehypt drauf. Oh Gott, Seedraking direkt am Anfang, oh! Flamara ist speziell. Kann ich in Tornopflug gehen? Seedraking, Level 46, eigentlich kann ich in Bisaflor gehen, wenn er nicht eine... Ah, er ist von Drachentyp noch, ne? Oh. Ich könnte auch in mein Welser gehen und damit Surfer angreifen. Das ist, glaube ich, klüger. Ich gehe in Welser. Ja, ich spiele jetzt wirklich auch klug und gehe lieber in Bisaflor. Ruckzuckhieb, tank ich easy. Jetzt wird, glaube ich, kein Eisstrahl kommen. Und da Silberblick. Okay, gut. So, Surfer kommt. Das müsse Flamara rausnehmen. Schlafwurder trifft. Bei dir? Bei mir, du hast keine Probleme, ne? Nee, ich habe kein Problem. Ich habe es fast draußen. Aber ich habe schon mal eine Top-Genesung von ihm raus. Und ich glaube, jetzt mache ich das mit Schlafpuder und Wachstum. Ich mache es jetzt einfach mal. Oh. Ich hoffe, das klappt bei dir. Ich bin jetzt auf plus 1. Er schläft immer noch. Soll ich auf plus 2 gehen? Komm, wir sind Whisky und gehen auf plus 2. So. Oh mein Gott. Ich muss echt aufpassen wegen der APs. Ich habe nur 10 mal Erdbeben und so. Ich muss da ein bisschen. Ja, stimmt. Echt ein bisschen aufpassen. Als nächstes kommt Rettern rein. Oh Leute, ich kann drin bleiben in Welser. Ich gehe mit Erdbeben. Rettern kommt rein. Ich bleib drin. Ich tue es auf plus 2. Ich tue es nur ein Seedraking mit Rasiba auf plus 2. Ist heftig. Aber er schläft nochmal und Rasiba connected. Seedraking ist weg. Boah. Es hat Bedroher gehabt. Reicht das jetzt noch aus? Aber es kann mich. Rettern kann mich nicht. Er kann dir nichts. Nein. Giftblick oder Giftstachel. Oh nice, ich wanted it. Arcani! Aber wir haben Golking, oh mein Gott. Oder so, ich habe gleich mit Welser wieder ein Level abgemacht. Nee, perfekt. Komm, Golking. Ich glaube nicht. Verstecker kommt rein. Ich gehe in Tornopto in Shelly. Pass auf, Finale, ich sag's dir. Ich müsste es eigentlich direkt mit einem Flammenwurf rausnehmen. Ja, bitte. Oh, es hat König. Nee, Robustheit wirkt ja nicht in der dritten Gen. Nee, ich müsste es eigentlich safe rausnehmen. Flammenrad, vierfach effektiv, Käferstahl. Ich nehme es raus. Komm, bitte, Surfer rein. Und Feuer ist speziell, das muss man auch dazu sagen. Er ist auf Turbo-Tempo gegangen gegen Golking, macht nicht so viel. Surfer kommt plus Zauberweißer kommen. Das Yugong reicht nicht! Fuck, was mache ich gegen Yugong? What the fuck? Es könnte Eiseskälte haben. Ich könnte eigentlich in Capoeira gehen. Yugong ist Eis, ne? Und dann könnte ich versuchen, es mit einem Dings rauszunehmen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Yugong ist Eiswasser. Ja, aber ich müsste es ja trotzdem... Er quittet! Aber Golking überlebt! Oh, er hat Turbo-Tempo-Quit bekommen. Bitte, Simon, mach nicht so eine Scheiße. Ich mach nichts, Golking hat überlebt. MVP, Freund. Libeldra, was hat der für Pokémon? Nice, ich nehm's fast, es ist ein fast ein One-Hit. Aurora-Stahl, komm, tankst du bitte, Tim. Tim, tank es. Was mache ich denn jetzt gegen Libeldra? Nice.
einschläfern lassen, ne? Mit Luis, komm. Oh mein Gott. Hätte ich jetzt noch bei mit Golking voller KP, okay, hätte ich auf Blizzard gehen können. Fuck. Es läuft, Alter. Ich hab gleich den ersten weg. Ja, Blue, Schlafbruder geht daneben. Herzlichen Glückwunsch. Oh, Feuerodem. Jetzt kommen die starken. Oh, es macht zum Glück nicht viel. Und Schlafbruder trifft. Okay. Wie viele Monster hast du noch vor dir? 4. Hat der 5 oder 6 Pokémon? 5. Dann habe ich noch 3. Dann bin ich beim dritten. Ja. Ich habe jetzt Dings auch down. So, Wachstum. Jetzt mache ich wieder die Strategie mit Wachstum. Oh mein Gott. So, und ich habe mich fast voll geheilt wieder. Mit Sägesang. Geile Sache. Es ist so ein geiles Item, ne? Und Griffel kommt rein. Ja. Was hast du denn für schlechte Pokémon? Bei mir kommt hier so starke. Krass. Fegekick. Go, Junge. Sternschauer tank ich easy. Ist physisch. Tanken wir. So, Fegekick. Bam. Griffel ist weg. Okay. Ich bin, wie gesagt, noch bei Libeltos. Ich hab den ersten Top 4 weg. Kreideschrei. Okay. Aber ich würde sagen, du wartest noch, bis ich hier fertig bin. Wir machen das noch hier zusammen. Ich habe verloren, ich, Ulrich, von den Top 4. Macht nichts, es war lustig. Ich gewinne 4.900 Pokédollar. Er hat überlebt mit roter KP. Komm, das... Oh, Top-Genesung. Dann sollst du den nächsten und Libeltras weg. So. Dragoran! Er hat Seda King, Libeltra, Dragoran! Warte, du hast doch irgendwo einen Eispunkt und du hast doch irgendwo Dings drauf, oder ja, nicht? Ja, aber Fischi ist angeschwächt. Er hat nur noch rote KP. Ich kann gegen Dragoran auf Nasknit gehen mit Steinhagel. Dann mach das. Das mach ich jetzt. Es dürfte noch keine Multishop haben. Nee, auf gar keinen Fall. Was Steinhagel müsste es, aber jetzt habt ihr. Boah, er hat einfach 3 Drachen-Pokémon gegen mich. Ich könnte auf Donnerwelle gehen. Ja, das tue ich auch. Drachenwut ist okay. Oh, Simon, bitte. So, Drachenwut kommt. Donnerwelle trifft. Und jetzt versuch ich's mit Steinhagel. Ich könnte es paraflinchen, ne? Oh Gott, ich könnte es paraflinchen. Pass auf, Steinhagel connected. Macht 50%. Das ist kein Tool. Und hier geht weiter auf Drachenwut. Und nächste Drachenwut würde ich nicht mehr tanken. Kannst du die nicht hochreihen und dann noch weiter mit Steinhagel draufgehen? Ja, kann ich machen. Wenn du 50% machst, oder du bist, wenn du 50% machst, du wie viel Damage machst du gegen Dragoran? Ja, 50% ungefähr, nur ein bisschen weniger als 50%. Ich gehe erstmal auf den Hypertrank. Ja, mach das. Vielleicht kriegt er die Fullpower Agilität. Okay, das ist nicht schlecht. Nicht schlecht, ja doch. Nicht so. Ja, und dann geh einfach auf den Steinhagel und dann solltest du es im. Dann ja, dann setzt er mal Top-Genesung ein. Ist ja nicht schlimm. Ja, es hat mit Rot-KP überlebt. Er geht auf Agilität nochmal, das ist super. Denn jetzt können wir hier weiter auf Steinhage. Es kommt die Top-Genesung. Steinhage trifft, macht diesmal mehr als 50%. Er geht weiter auf Drachenwut. Wir sind wieder bei voller KP. Das heißt, Steinhage trifft und müsste jetzt rausnehmen, weil es gerade mehr gemacht hat. Ja, das war's mit Dragon. Jetzt steht uns noch ein Pokémon. Oder ein oder zwei? Tyrakrok. Oh, bitte. Tyrakok, das ist die Vorentwicklung von Imper. Und da kann ich in. Ah, ich hätte in Voltenso gehen können, ich Idiot. Ja, das ist egal. Sein letztes Pokémon, ja. Ja, nice. Sauber. Schön, hast du ihn das auch. Das wird, glaube ich, auch ohne einen Verlust. Außer Rasierblatt geht daneben, alles klar. Grimasse. Freunde, damit haben wir den ersten Top 4 schon mal hinter uns. Ich stehe schon mal im Raum vom zweiten Top 4. Ich hab's gewonnen. Und Bisafloor reicht Level 52. Passt. Oh mein Gott. Das war der erste. Okay, bin bereit. So. Ich stehe hier. Darf ich schon anlabern? Ja, klar. Mach schon, mach schon. Ich komm. Okay. Ahahaha. Ich bin Antonia von den Top 4. Ich habe im Pyropack trainiert. Während des Trainings habe ich die Fähigkeiten erworben, mit Geist-Pokémon zu kommunizieren. In der Tat ist das ein Band zwischen mir und dem Pokémon sehr stark. Komm, schau, ob du irgendwas gegen meinen Pokémon ausrichten kannst. Ich liege übrigens wieder mit Capoeira, ne? Ja, mache ich wieder mit Zubiris. Weil ich dachte mir so, Bedroher ist eigentlich immer sick am Anfang. So, also ein Geist-Pokémon auch. Ist Montier! Auch ja! Du hast so ein Glück, Mann! Pegekick, Alter, ohne Witz. Oh, sie kommt direkt mit Glurak an. Das Ding fickt mich doch, oder? Montier, Alter. Oh. Nein, Pegekick geht daneben! Komm, Mogolieb. Es hat Konter. Nein. Du musst aufpassen, geh in ein spezielles Pokémon. Warte, ich kann mich hochprotzen. Dann sollte es definitiv weg sein. Flammwurf müsste ich tanken mit Zubiris. Ich, als ob Flammwurf reicht. Okay, er hat jetzt Energiefokus eingesetzt. Alter, macht das viel, Flammwurf. Flammwurf ist heftig, ne? Ich kann jetzt eigentlich... Oh Gott. Ich gehe jetzt in Golking. Müsste es dann mit dem Surfer besiegen. Feuer, Flammwurf, kommt bitte kein Burn. Schlitzer. Ist bei dir alles okay? Ja. Ich hab mich gerade hochgeprotzt. Kein Burn? Nein.
Oh. Nimm es raus, nimm es raus. Flügelschlag, nimm es raus. Das darf nicht reichen. Boom, Capoeira, Sturm-Tini Surfer ist kommt. Back in business. Okay, bitch. Ich hab Glurak auch besiegt. Mein Quit. Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. Glurak ist besiegt. Puh. Dotri kommt rein. Okay, das ist nicht so schön. Aber ich habe kein... Das ist nur bei mir das Problem. Ich habe kein Elektro-Pokémon. Shit. Ja, bei mir ist nur Magnetilo. Kann ich easy mit Glurak rein und dieses mit Flammen. Magnetilo ist es bei dir? Ja. Ja, nice. Ich gehe auf den Eisstrahl, beziehungsweise ich kann auch auf den Felskopf gehen. Ich gehe aber mal einfach Eisstrahl. Bohrschnabel müsste ich tanken, oder? Das war ein Quit. Du bist tot. Nein, ich wäre fast mit Welser gestorben. Oh. Alter, der Damage ist ja real. Nasknet hätte ich noch gebraucht. Ich gehe sofort in Adrian. Adrian tankt das. Adrian tankt das. Adrian hat so eine hohe Verteidigung und dann mit Dings drauf. Trinette! Ist physisch. Nee, oh Gott. Ist physisch, ne? Das und killt ist eine Normalattacke, ne? Ist Normalattacke. Das ist ja, tank ich. Step, aber... Ich krieg den Burn. Oh mein Gott. Und die Bronusbeere aktiviert sich, die ich draufgepackt habe. Besser geht's nicht, Mann. Feuer schon trifft, jawohl. Bei mir hat der Pandir gerade. Bei mir hat er zum Glück jetzt nicht so starke Pokémon, außer Glurak. Steinhagel drauf da. Nochmal Triblette. Bitte kein Burn One jetzt. One-Hit mit Feuersturm. Oder kein Freeze, kein Freeze, kein Freeze. Bitte nix, gar nix. Ich krieg die Para, als ob das Ding jedes Mal irgendwas macht. Sind 10% Chance, glaube ich. Ja! Scheiße, ich bin hier gerade gegen Lashuking drin. Okay, Dotri ist down. Dotri ist weg. Sehr gut. So, was kommt als nächstes rein? Lapras! Leck mich! Ja, du brauchst ein Elektro-Pokémon, Dude. Wie krieg ich Lapras? Oh, Leute, ich kann den Sturm-Timmy gehen und dann mit einem Fee-Kick draufhauen. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Stimmt, er ist von Typ Eis. Stimmt. Ja, Typ Eis. Das ist sehr effektiv. Aber das Problem ist, ich werde es, glaube ich, nicht rausnehmen können, dass das richtig hohen KP hat. Oh Gott. Komm, Voltenso, Psychonese tankst du. Komm, Donner trifft. Nein, geht schon. Zweimal geht Donner hintereinander daneben. Und er kommt zweimal durch die Paare. Bitte kein Quit. Oh. Bitte, bitte jetzt kein Abfuck. Bitte keine Hydro-Pumpe-Quit oder so. Einfach nur irgendwas Dummes. Bei bitte. Mir ist alles okay. Noch. Hydro-Pumpe kommt. Oh nein, bitte tank die. Bitte tank die. Bitte tank die. Bitte tank. Oh nice, die tank ich sauber. Er kriegt nie Durchbruch. Die Full-Paare. Lapras ist weg. Sauber. Sehr gut. Donner trifft. Komm. Es geht schon wieder daneben. Geh doch auf Save auf Donner, jetzt nicht auf Donner. Nee, Funkenschwung, aber das macht halt nicht über 50%. Nimm es doch einfach raus, Simon, bitte. Er kommt jedes Mal. Komm, krieg Flinch. Nein, natürlich. Lol. Jetzt, wenn Psychonese quit kommt, bin ich am Arsch. Fuck, Alter, Donner müsste ich jetzt eigentlich mit Welser handeln. Ich könnte in Adrian gehen. Adrian müsste Donphan eigentlich so gut wie alles tanken, aber Adrian... Ich hab den Fußkick drauf und Donphan ist relativ schwer, ne? Donphan ist schwer, ja. Und ich treffe, glaube ich, mit Kampf effektiv, ne? Ja. Ich glaube schon, ja. So, bitte. So, das war mein zweiter Hypertank, glaube ich, jetzt in dem Kampf. Fuck, Erdbeben, ich treffe ihn doch effektiv, oder nicht? Gegen? Fuck, Donphan! Komm bitte, Donner, triff! Ach, Donner ist noch blockiert, stimmt. Oh Gott. Ich muss raus. Ich muss mit Adrian raus. Ich gehe auf den Bedroher. Einmal bedrohen. Er geht auf Angeberei. Nochmal Erdbeben. Oh Junge. Gott, hör auf mit dem Scheiß. Ich bin gerade richtig am Arsch gegen das Lashuking. Ich heile mich jetzt ganz ehrlich. Ich muss mich jetzt einmal hochheilen mit Sturm-Timmy. Ich hoffe, er hat keine Dingsattacke, keine... Wasserattacke, weil ich bin in Glurak gewechselt. Wird's einem keine Wasserattacke? Top-Genesung. Scheiße, das Ding ist richtig so, OP. Ich setz Protze ein. Oh Gott. Komm, fliegen. Erdbeben, Donphan, ne? Wasserattacke. Das tut richtig weh, ey. Das tut richtig weh. Ja, tut's auch. Es darf nur nicht quitten. So, und jetzt hau ich mal einen Durchbruch drauf und dann sollte ich es fast rausnehmen. Step, Durchbruch, Kampf, plus 1. Ich nehme es nicht raus, Mann! Oh Gott. Aber ich kann mich durch Seegang wieder ein bisschen hochhalten. Ich könnte jetzt in Zubiris gehen, die Psychotacke predikten, oder? Komm, ich gehe in Zubiris. No risk, no fun. Ohne Witz, der Fegekick muss treffen, Simon, bitte. Er trifft, ja, Donphan ist raus. Ja, ich hab's predicted. Yes! Donphan ist raus. Wie sieht's bei dir aus? Wie viele ich bin noch gegen zwei Pokémon. Gegen Lasho, ich krieg Lasho King nicht down. So, Spukball muss reichen. Bitte, Zubiere. Step, Spukball. Bisasam kommt rein. Ja. Es reicht. Ja, ich bin jetzt auch gegen das letzte Pokémon.
Ich hab ich wechsle in Tabea und gehe auf. Leute, das ist sogar schon mein Team ist jetzt richtig angekratzt. Smetbo, ich hab noch ein volles Glurak. Ayora ist easy. Ja, Mann. Es one-hitted fast Bisasam. Richtig gut. Sehr ist jetzt locked auf einen. Nice, das ist weg. So, bei mir wird jetzt auch Smetbo wird kein Flammenwurf von Glurak hängen. Das heißt, Freunde, wir haben auch den zweiten der Top 4 geschafft. Aber bei mir war es gerade ein bisschen brenzlig. Sehr, sehr brenzlig. Alter, ich habe richtig gehabt, beim Donphan hatte ich Panik. Alter, meine Fresse. Das war's. Oh, verdammt. Aus und vorbei. Verloren. Zelos gewinnt 5100. Damit können wir jetzt nichts mehr anfangen. Gut, Freunde, das war's mit dem ersten Part der Top 4. Wir haben es so gerade eben geschafft, ohne Verlust diesen Part zu überstehen. Freunde, ich schalte jetzt mal alles hoch. Ey. Ja, ich natürlich auch. Mache ich aber offline. Morgen 17:30 Uhr, Freunde, einschalten. Da werden wir die nächsten Top 4 besiegen. Und dann am Donnerstag gibt es den finalen Part. Ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Morgen auf Yves Kanal vorbeischauen. Und ich würde sagen, haut rein. Bis dann. Und ciao. Ciao.